Servus, der Tobi hier. Ich stehe oberhalb von Rosenheim und da hinten hat sich über den Alpen ein Mesotief entwickelt, ein Bodentief, das jetzt hier in dieses Flachland rauszieht. Ziemlich schlechte Scherung heute, aber das hier mit dieser Kolbe-Unterstützung ist heute leider wieder der einzige Ort, wo man ein bisschen was sehen kann, ein bisschen Organisation bekommen kann. Wir haben sehr hohe Cape-Werte, also wir könnten lokal nachher 4 cm Hagel runterkommen. Jetzt schauen wir mal, ob das hier gleich eine richtig schöne Traumformation wird oder ob wir nur Clusterpumpe heute bekommen werden. Luft hier. Dicken Berge.
geht's. Jo Leute, das war echt ein schönes Gewitter. Erst so richtig schöne laminare Formationen gehabt. Jetzt tolle Blitze im Chor. Da ging es ordentlich zur Sache. Ich denke mal so 100er Böen. Regen waagerecht. Auf einmal hat es ziemlich groß auf dem Dach geklopft. Aber zum Glück nur wenige große Hagelsteine runtergekommen. Also dass ich kaum filmen konnte. Ich denke mal, da war ein, zwei, so drei Zentimeter dabei, aber es kommt 10, weil die so vereinzelt runtergekommen sind. Was gut ist, weil wenn ein großer Hagel kommt und viel Sturm, da waren die Kleinen, die hätten hier den ganzen Mais weggeerntet. Deswegen, gute Show, wenig Schäden, alles schön gegossen, so soll es sein. Jetzt schaue ich mal, was sich noch an Sturmschäden hier in der Region zeigen wird, weil ich stand genau in so einem Bauecho drin. Kann sein, dass weiter südlich noch mehr, mehr Downburst-Energie verfügbar war durch Kanalisationseffekte über so Bergkuppen. Ja, ansonsten, hey, für das, dass wenig Scherung war, echt eine ordentliche Zelle. Ich stehe jetzt hier am Eingang vom Inntal. Da hinten siehst du ja die Sonne, die leuchtet unter diese sich ausregnende Gewitterzelle. Und wir haben hier ein ganz nettes Phänomen, weil die Gewitter waren auch ziemlich stark in den Alpen aktiv. Und die schwere kalte Luft, die drückt natürlich an der tiefsten Stelle aus den Alpen heraus. Und das ist in diesem Fall das Inntal. Das geht da hinten Richtung Tirol rein. Im Inn ist ganz schön viel Wasser drin, wahrscheinlich durch die heftigen Gewitter, die da gestern runtergegangen sind. Also, ich hoffe, euch haben die Aufnahmen gefallen. Habt alle einen schönen Tag, eine schöne Zeit. Servus, sagt der Tobi.